Okay, ja, herzlich willkommen zu das Bild. Ja, also herzlich willkommen zu unserem Lightning Talk zum Thema Datenschutz für Jugendliche. Stellst du dich kurz vor? Ja, ich bin the one with the braid. Ja, ich interessiere mich für Datenschutz und dann das Wort wieder zurück an dich. Ja, ich bin Paul, bin 18 Jahre alt, studiere Informatik und interessiere mich auch für Datenschutz. Und wir wollten ein paar Sachen erklären. Und zwar beginnen wir als erstes damit, dass wir sagen, warum man sich als Jugendliche mit dem Thema Datenschutz beschäftigen wollte. Was meinst du, sind da so vielleicht so ein paar mögliche Gründe? Ich möchte eine kleine Anekdote von Glenn Greenwald erzählen. Das ist einer der JournalistInnen, die bei der Disclosure von dem Material, das Edward Snowden veröffentlicht hat, da eben involviert war. Und der hat mal gesagt bei der TED-Konferenz vor einigen Jahren, wenn Datenschutz nicht wichtig ist, beziehungsweise das hat er zu Englisch gesagt, also if privacy does not matter, und privacy ist ja im Englischen sehr viel mehr als nur Datenschutz, sondern eben auch Privatsphäre. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Also wenn Privatsphäre und Datenschutz nicht wichtig wäre, dann könnten doch bitte alle Leute mir mal alle ihre privaten E-Mails weiterleiten. Wenn wir uns das, ja, wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, wir sagen immer, ah, aber ich habe doch nichts zu verbergen. Natürlich, zu verbergen vielleicht nicht, aber es heißt ja nicht, dass alles analysiert werden Genau, muss. aber zu dem Spruch auch, ich habe da neulich mal, ich glaube, das war irgendwie in Kommentarspalten von Spiegel Online oder sowas, eine witzige Veränderung gelesen. Der Spruch müsste nicht heißen, wenn ich nichts zu verbergen habe, habe ich auch nichts zu befürchten, sondern wenn ich nichts zu verbergen habe, muss ich auch nicht überwacht werden. Also das ist zum Beispiel auch eine Ganz genau. Möglichkeit. Und da sind wir bei einem ganz brisanten Thema, nämlich dass eben gerade diese grundlose Überwachung, das ist das, was problematisch ist. Ich denke, es wird keine Person widersprechen, dass Eingriffe in die Privatsphäre bei gegebenem Anlass notwendig sind und sinnvoll sind. Aber es geht eben darum, dass heutzutage leider, und es nimmt rapide zu, immer mehr präventive Massenüberwachungsmaßnahmen etabliert werden. Genau, in dem Talk soll es aber nicht nur so um das Thema staatliche Überwachung gehen, sondern eigentlich viel weniger um das Thema staatliche Überwachung, sondern eher das, was ich sag mal, private Leute machen. Also entweder so Leute wie wir und alle hier oder so größere Unternehmen. Ich will jetzt keine Namen nennen, ihr wisst sicher alle, welche Unternehmen sich da besonders hervortun auf dem Feld. Und wir haben in dem Vortrag so zwei Themen rausgesucht, die so aus Datenschutzsicht für Jugendliche wie uns vermutlich besonders interessant sind, hier aus dem Jugendhackt-Umfeld. Das eine ist das Thema, wenn ich ein eigenes Projekt habe und das umsetze, was gibt es da so, was ich beachten muss? Und das andere Thema ist, wenn ich selber jetzt entweder das Ziel Datenschutz fördern möchte oder einfach meine eigenen Daten besser kontrollieren möchte, das Gefühl habe, dass ich ein bisschen die Kontrolle darüber verliere, was man da machen kann. Wir fangen gleich an, das Thema Datenschutz beachten bei eigenen Projekten. Hier im Jugendhackt-Kontext kennen es vermutlich alle. Man programmiert eine Webseite schnell und lädt die online, lädt die hoch und dann ist sie online. Und ja, dann meistens macht man sich gar nicht so viel Gedanken über Datenschutz, wenn man selber die Webseite programmiert. Bei größeren Unternehmen gibt es dann so Leute, die haben Jura studiert und die sagen dann, du, so müsst ihr das machen. Und aber es ist auch gut, wenn man das schon bei der Programmierung beachtet, so ein paar grundlegende Sachen. Da kann man sich nämlich später viel Ärger sparen. Was meinst du, sind so vielleicht die wichtigsten Sachen zum Thema Datenschutz deiner Meinung nach? Ich weiß nicht, also ich fände es ganz witzig, wenn wir die Frage mal umdrehen und die Worst Cases aufzeigen. Ich würde da so spontan an, hey, lass mal Sachen mit Public Cloud von irgendwelchen großen Provider machen. Natürlich, das Geringschwelligste ist meistens das Schlimmste und das gilt da auch. Es ist natürlich am allereinfachsten, irgendwie günstige Serverdienstleistungen Am besten von. noch in den USA, weil muss man auch Ja, sagen, bei genau. Datenschutz ist es auch immer wichtig, also ist es auch eine Sache, da in der EU gibt es so ein Gesetz, es das heißt Datenschutzgrundverordnung und es sorgt dafür, dass wir relativ einheitliche Standards haben, nicht ganz, aber doch schon viel besser. Es gibt dann auch so ein paar Länder, ich will jetzt auch keine Namen nennen, Irland, die sich dann ein Das bisschen war noch ein Name. wehren. Aber gut, und in den USA, da gibt es viel strengere Überwachungsgesetze noch teilweise als uns und das ist darum immer wichtig, dass die Daten nur in Länder gehen, wo eben diese Standards gewahrt sind. Also das ist auch so eine Sache, wenn man jetzt zum Beispiel die Wahl hat zwischen einem amerikanischen Anbieter und einem europäischen Anbieter, ist Datenschutz dafür, dass man eher den europäischen Anbieter verwendet. Genau, und das liegt letztendlich daran, das ist ein
das muss an der Stelle mal erwähnt werden, vor der US-amerikanischen Gesetzgebung wird unterschieden zwischen US-amerikanischen Menschen, die gelten da quasi einfach mehr, die sind wichtiger, weil die sind oder haben mehr toller. Rechte. Genau, die sind US-amerikanisch und dann gibt es eben die anderen und die haben... Die gibt es auch noch übrigens. Genau, die gibt es auch noch. Und also datenschutzrechtlich haben die eben keine Rechte und das ist eine total Problematik, wenn wir irgendwie Services einbinden. So ganz praktisch gesagt, bei Projekten, hey, ich will schnell eine schicke Webseite haben für mein Projekt, lass mal Google Fonts draufhauen. Ja, Google Fonts mag zwar schöne, schön serverless, einfach und agil irgendwelche Schriftarten und irgendwelche Styling mir auf eine Webseite einbringen, aber letztendlich läuft es über ein Content Delivery Network von Google und das sorgt eben dafür, dass wir die europäischen Datenschutzstandards nicht einhalten können damit. Genau, was du gerade gesagt hast mit agil, vielleicht so in die Richtung, was auch vielleicht noch wichtig ist, ist, dass man nicht jeden einzelnen Trend mitmacht. Also es geht darum, es gibt so Sachen, also zum einen geht es darum, man sollte nicht so viele Daten sammeln, wie man kann, sondern nur so viele, wie man braucht. Dazu komme ich gleich noch. Aber eine Sache ist zum Beispiel, wenn man jetzt eine Blockchain verwendet, warum auch immer man es verwenden sollte, es gibt tausende Gründe gegen Blockchain, aber auch aus Datenschutzsicht, weil die Daten können nachträglich ja nicht mehr gelöscht werden. Das ist ja genau der Zweck einer Blockchain. Das heißt, wenn da erstmal die Daten drin sind, dann kriegt man die nicht raus. Und das ist problematisch, weil ich habe ein bisschen was vorbereitet, dann gehe ich mal dahin. Ich habe mir so 6 Punkte rausgesucht, was so die wichtigsten Sachen von Datenschutz sind, so die grundlegenden Anforderungen. Wenn man das hat, ist man schon mal besser dran als wahrscheinlich, als wahrscheinlich die meisten anderen. Und gut, das erste ist, dass man erstmal grundlegende Datensicherheit hat, weil Datenschutz und sowas, es ist wichtig, dass man nicht einfach sich hacken lässt und dann. Genau. Es gibt unzählige Sachen und man wird vermutlich irgendwann gehackt werden, wenn man längerfristig unterwegs ist, aber man kann es natürlich vermeiden. Das ist wichtig, damit die Daten eben nicht an andere gehen, die dann Unfug damit treiben. Dazu vielleicht auch, was das praktisch heißt. Das Einfachste ist, Daten erstmal nicht zu speichern. Das Zweiteinfachste ist, sie verschlüsselt zu speichern. Zum Beispiel, wenn ich personenbezogene Daten, die nur für mich gerade relevant sind, in meinem Service speichere, dann wäre es gar nicht so schwierig, die zum Beispiel mit etwas, was ich eingeben muss, einer Passphrase oder ähnlichem, zu verschlüsseln. Das ist einfach zu implementieren, sorgt aber dafür, dass es völlig egal ist, ob Leute sich in meinen Dienst reinhacken und an die Daten rankommen. Mit verschlüsselten Daten können sie nichts anfangen. Oder ein anderes Beispiel, was vielleicht auch ist, was jetzt wahrscheinlich auch relativ hohe praktische Relevanz hat, wenn man Passwörter speichert. Da gibt es dann immer noch mal so die Webseiten. Das merkt man vor allem, wenn man die Passwörter zurücksetzen will und das Passwort dazu geschickt bekommt, die speichern die Passwörter offenbar im Klartext. Ganz schlechte Idee. Lasst das, speichert die Passwörter mit einem Hash, am besten noch mit Salt und Pepper. Also solche Sachen, weil wenn dann die Webseite gehackt wird, dann sind die Passwörter im Klartext raus. Genau. Heißt, da kann ganz viel Unfug mit betrieben werden. Ich glaube, ich würde erstmal zu den anderen Punkten gehen, weil es ist so, also Datensicherheit ist wichtig. Müsst ihr auch gucken, es gab, glaube ich, auch davor schon einige Lightning-Talks zum Thema Sicherheitslücken. Es gibt da auch von der OWASP, so ist, glaube ich, heißt es, so eine Empfehlung, also da weiter gucken. Die nächsten beiden Punkte sind, dass es eine Rechtsgrundlage erfordert und dass die Daten für einen Zweck gebunden sein sollen. Das bedeutet, man kann eben nicht einfach mal Daten sammeln. Ich habe Lust darauf. Ich würde gerne wissen, wie meine Nutzer alle, was die Lieblingsfarbe meiner Nutzerinnen und Nutzer ist, sondern man muss irgendwie einen Zweck haben. Da gibt es im Datenschutzgesetz eine Auflistung, die ist abschließend. Es gibt dann auch noch einen Unterschied, ob das jetzt so besonders sensitive Daten sind, irgendwie Geschlecht, politische Orientierung, Gesundheitsdaten oder ob es jetzt nicht mal allgemeine Daten sind. Rechtsgrundlage gibt es, ich vermute mal, es gibt 4 Sachen, die da besonders wichtig sind. Das erste ist berechtigte Interessen. Wenn ich zum Beispiel eine Webseite anbiete und für das Anbieten dieser Webseite etwas benötige, dann ist es so, dass ich halt eben ein berechtigtes Interesse habe, diese Webseite anzubieten und daher kann es eben sein, dass ich deshalb Daten verarbeiten kann. Wobei man es jetzt natürlich auch nicht alles so pauschal sagen kann. Es ist immer eine Abwägungssache. Ich habe ein berechtigtes Interesse, heißt nicht, ich darf machen, was ich will. Das heißt nicht, genau. Ich darf hier gleich mal meine Analyse-Cookies reinhauen. Ich darf hier gleich mal speichern, was ich will, weil ich verdiene damit ja mein Geld. So funktioniert das nicht. Berechtigtes Interesse heißt, dass das für mich etwas absolut Sinnvolles für den Betrieb ist. Das heißt aber nicht, dass es für mich aus finanziellem Interesse oder so direkt rechtfertigt ist. Genau. Also es ist Beispiel irgendwie Login-Cookies. Es ist ein sehr berechtigtes Interesse, da irgendwie eine Einstellung der Webseite, die überhaupt nichts
zu tun hat, sowas zu speichern. Aber nicht, lass mal Facebook-Tracking reinhauen, damit ich weiß, was die Leute vorher gemacht haben und damit ich den personenbezogene Werbung zustellen kann. Das ist kein berechtigtes Interesse. Genau, da muss man genau abwägen. Genau. Eine weitere mögliche Rechtsgrundlage ist, wenn ich einen Vertrag habe. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Bank bin, dann da habe ich ja einen Vertrag mit den Bankkunden und habe dann eben auch das Recht, zur Erfüllung dieses Vertrags Daten zu verarbeiten. Also zum Beispiel irgendwie jetzt die Kontodaten halt. Also ist jetzt eigentlich relativ klar, wenn ich quasi jetzt für jemand anders aufgrund eines Vertrags tätig werde, darf ich dafür Daten verarbeiten. Die dritte Sache, und ich nenne extra die eine Sache zuletzt, die wahrscheinlich das Wort ist, was alle total nervt wegen Cookie-Bannern und sowas. Die dritte Sache ist, wenn es bestimmte gesetzliche Anfordernisse gibt. Zum Beispiel gibt es ja irgendwie Erfordernisse, dass irgendwelche Webseiten speichern. Also ich weiß nicht, ein blödes Beispiel, was jetzt immer wieder zum Glück vertagt wurde, ist Klarnamenpflicht. Aber sollte so etwas kommen, wäre das eben auch eine Grundlage, die Daten zu verarbeiten. Nicht, dass ich das will, auf gar keinen Fall weg damit. Genau, aktuelles Beispiel, zum Beispiel die Abrechnungen von Corona-Tests, die wurden eine Zeit lang nicht gespeichert. Ist jetzt diskutabel, ob das jetzt so sinnvoll ist, die Entscheidung, oder nicht. Das hat zu massivem Missbrauch geführt und jetzt gibt es die Verpflichtung der AnbieterInnen, dass die Daten im Klartext gespeichert werden. Ist natürlich datenschutztechnisch eine Katastrophe, allerdings so, dagegen steht jetzt eben das Interesse der Steuerzahlerinnen. Genau, es ist halt auch wieder, da ist dann halt schon die Abwägung schon im Gesetz drin halt. Genau. Und die letzte Sache ist ein sehr leidiges Thema. Zum einen, weil es häufig missverstanden wird und zum anderen, weil es häufig alle Leute nervt. Es ist die Einwilligung. Wenn die Nutzerinnen und Nutzer einwilligen, dann kann ich deshalb Daten verarbeiten. Die Einwilligung muss aber frei sein, also freiwillig, sie muss informiert, sie muss ausdrücklich sein. Also da gibt es auch schon mal ganz viele Anforderungen. Da kann man schon sehr viel falsch machen. Beispielsweise, ihr kennt sicher alle diese unglaublich schrecklich nervigen Cookie-Banner, die auf Webseiten sind, wo man dann irgendwie so einen Knopf hat, einwilligen oder jetzt 5000 Seiten durchlesen. Das ist vermutlich nicht rechtmäßig. Da gibt es schon eine Klage, also es gibt so ein paar Verfahren von einem österreichischen Datenschutzaktivisten, der dagegen vorgeht. Das wird noch ein paar Jahre gehen, aber wahrscheinlich wird dann rauskommen, es muss so einfach sein, die Einwilligung zu erteilen, wie sie ist zu verweigern. Sie muss auch widerruflich sein und außerdem ist Einwilligung das Problem, dass da so ein falscher Sinn von Autonomie vorgegaukelt wird, weil die meisten Leute haben halt nicht die Zeit, so eine informierte Einwilligung abzugeben, sondern werden einfach, ja, ist okay, ist mir jetzt auch egal geben. Darum ist es besser, wenn man die Verarbeitung auf die anderen Rechtsgrundlagen stützt. Bei so einer Einwilligung kann man ganz viel falsch machen aus allen möglichen Sicht. Genau, auch ein total beliebtes Beispiel. Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an, um die und die Datei herunterzuladen. Das ist keine Einwilligung, das ist Nötigung. Ja genau, weil es ist ja nicht freiwillig. Es ist total kompliziert, da gibt es dann auch Streit, was jetzt genau freiwillig bedeutet. Aber im Prinzip heißt es, dass man es nicht so unbedingt koppeln darf an was, wofür es nicht erforderlich ist. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne meine Webseite den Nutzerinnen und Nutzern anbieten, die in ihrer Lieblingsfarbe zu gestalten und sie dann sagen, okay, das ist meine Lieblingsfarbe und dann kriegen sie halt eben so ein extra Theme, das ist wahrscheinlich okay. Wenn es jetzt ein Beispiel ist, wo ich sage, das mit der E-Mail-Adresse ist wahrscheinlich nicht okay. Ja, doch, ganz interessantes Gegenbeispiel, kleine Anekdote von Mozilla. Es gibt das Projekt Common Voice, da werden Stimmendaten gesammelt, die Leute freiwillig dem Projekt spenden dürfen, um quasi Machine Learning Modelle und später vernünftig funktionierende KI-Modelle zu trainieren, dass eben bessere Stimmerkennung und besseres Synthesizing von Stimmen möglich ist. Und ja, schön, die Leute können anonym ihre Stimmdaten reintun. Jetzt hat aber irgendwann mal irgendwer beantragt, dass die eigene Stimme doch bitte daraus wieder gelöscht werden soll. Und das war ein Riesenproblem. Mozilla musste dann letztendlich sagen, können sie nicht, weil die Leute das heruntergeladen haben. Die haben keine Möglichkeit, die Leute zu kontaktieren. Aber nach geltendem Recht müssen sie der Person, die die Stimme dort beigesteuert hat, die Möglichkeit zur Verfügung stellen, dem zu widersprechen. Und das hat dazu geführt, dass Mozilla jetzt, wer an diese Daten rankommen will, muss eine E-Mail-Adresse angeben, um die herunterzuladen, damit Mozilla dich als herunterladende Person im Nachhinein darüber informieren kann, falls wer das gelöscht haben will, dann bist du rechtlich verpflichtet, das zu löschen. Das ist ein Beispiel, wo diese E-Mail-Adressangabe tatsächlich rechtens ist und sogar notwendig ist, obwohl es trotzdem total bescheuert ist. Genau, und es ist auch ein schönes Beispiel für was, wozu wir gleich kommen, nämlich Betroffenenrechte. Ich kann es auch davor ziehen. Es gibt nach dem Datenschutzrecht so verschiedene Betroffenenrechte. Das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass du das Recht hast, informiert zu werden, wenn Daten von dir, also personenbezogene Daten von dir verarbeitet werden, dass du das Recht hast,
darüber eine Auskunft zu erfahren. Unter bestimmten Bedingungen müssen die Daten gelöscht werden. Du hast ein Widerspruchsrecht, Einschränkung der Verarbeitung und ein Berichtigungsrecht. So, das sind, glaube ich, die wichtigsten. Die müssen natürlich auch beachten. Da kann man sich auch viel Arbeit sparen, wenn man zum Beispiel irgendwie sowas hat. Nach doppelter Bestätigung kriegt man einen Datensatz, alle meine Daten angezeigt. Dann hast du bereits das Auskunftsrecht erfüllt. Also so. Aber gut, kommen wir noch kurz zu den anderen Punkten. Das Datensparsamkeit hatten wir ja schon erwähnt. Also man soll so wenig Daten wie möglich oder beziehungsweise wie nötig speichern und nicht einfach nur, hey, ich kann's, lass uns mal alle möglichen Daten speichern. Genau, Beispiel Versandadresse. Ich weiß nicht, wie viele Webseiten heutzutage für einen Online-Versand Gender, Telefonnummer und weiß ich nicht was wissen wollen, obwohl dafür doch das einzige Wichtige ist, ein Name, das muss noch nicht mal der komplette Name sein, es würde ein Nachname komplett reichen oder ein Freitextfeld, was da angegeben werden will, plus die restliche Anschrift. Da braucht es keine Telefonnummer, da braucht es keinen Namen des Haustiers und da braucht es kein weiß ich nicht was. Das ist ein super Beispiel für Sachen, wo genau, häufig, oder dass man nicht überall mal einen Account erstellen muss, sondern zum Beispiel sowas dann auch eben Gastzugriff, genau, sag ich halt. Katastrophe. Genau. Und eine Sache noch, das fasst es eigentlich so ein bisschen zusammen, das sind die Begriffe Privacy by Design und by Default. By Design bedeutet im Wesentlichen, ich soll mein System so konzipieren, dass es datenschutzfreundlich ist. Heißt eben nicht alles automatisch speichern und ja, hatten wir ja gerade schon erwähnt. Und Privacy by Default ist eben auch nochmal in die Sache, der Standard muss sein, dass ich so wenig Daten wie möglich verarbeite. Wenn die Nutzerinnen und Nutzer das wollen, dann können sie mir natürlich mehr Daten, ich sag mal, aufdrängen, die ich dann für sie verarbeite. Das ist alles nicht das Problem. Aber der Standard muss sein, so datensparsam wie möglich zu sein. Und ich würde sagen, wir haben jetzt schon relativ viel Zeit mit dem Thema verbracht. Dann kommen wir noch ganz kurz zum nächsten Thema. Ich habe es jetzt hier Privacy Self-Care and Privacy Activism, also Selbstschutz und Fremdschutz so ein bisschen genannt. Die Idee dahinter ist, wir alle sind irgendwie von Datenverarbeitung, also von Verarbeitung personenbezogener Daten von uns betroffen. Und die Frage ist jetzt, was kann ich tun, wenn ich erstens der Meinung bin, da ist irgendwas nicht in Ordnung, wenn ich gerne mehr darüber erfahren möchte, was mit meinen Daten passiert und was kann ich tun, wenn ich möchte, dass Datenschutz besser beachtet wird. Genau, wir hatten schon ein paar Sachen erwähnt. Es gibt diese Betroffenenrechte, die kann man einsetzen. Das gibt das Auskunftsrecht, das muss binnen eines Monats erfüllt werden. Es muss, wenn ihr den Antrag online stellt, auch online gestellt werden. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber das sind so grundsätzlich die Modalitäten. Und jetzt hattest du, glaube ich, vor einer Weile mit Zoom, diesem Videokonferenzanbieter, ist jetzt plötzlich total in. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Kleiner Scherz. Nein, hattest du da jetzt was? Willst du gleich kurz erzählen, ja, was da so, auch so ein, was man da auch machen kann, wenn jetzt dann die Verantwortlichen, so heißen die Leute, die Daten verarbeiten, wenn die jetzt irgendwie sagen, nö, ich habe keine Lust jetzt. Genau, also kleiner Background. Zoom hat im März 2019, glaube ich, war das schon, haben die behauptet, dass ihre Videokonferenz-Software End-zu-End-Verschlüsselung unterstützt. Das ist falsch. Sie haben keine End-zu-End-Verschlüsselung unterstützt, haben sie aber darauf geschrieben und groß angezeigt mit einem schönen Schloss, das Sicherheit suggerieren wollte. Dazu vielleicht noch ganz kurz, will ich ganz kurz unterbrechen. Das ist halt eben auch so eine Sache von diesem Privacy by Design. Ich soll halt mein System so designen, dass zum Beispiel alle Kommunikation mit Verschlüsselung funktioniert. Genau, schon, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, absolut. Und die haben das eben behauptet, dass das nicht so ist und nach Anfrage das nicht korrigiert. Dazu haben sie dann eben auch noch, nachdem ich darauf folgend beantragt habe, dass sie mir bitte mal alle die Daten, die sie ja offensichtlich haben von mir, aushändigen sollen, haben sie nicht gemacht, haben sie bis heute nicht gemacht und jetzt haben wir Ende 2021, genau. Das ist dann über die Landesdatenschutzbeauftragten hochskaliert und irgendwann an die zuständigen Datenschutzbeauftragten in Frankreich gegangen, weil Zoom in Europa in Frankreich gemeldet, genau, ist und es ist dann ganz witzig, wenn das durch die Gegend geht und alle dir sagen, sie seien nicht zuständig. Genau, das ist auch generell so eine Sache, wenn man sich an Behörden oder Verwaltungen zuwendet, sie wollen nicht zuständig sein. Aber gut, abgesehen davon, in den meisten Fällen sind die Landesdatenschutzbeauftragten, die findet ihr online. Wir haben noch eine Minute. Ich weiß, wir haben noch eine Minute. Also wir müssen jetzt beeilen, wir reden jetzt extra schnell. Also die Landesdatenschutzbeauftragten helfen, da könnt ihr Beschwerden hinschicken, ihr könnt Anregungen hinschicken, die müssen euch auch eigentlich binnen 3 Monaten entweder ihren Status mitteilen oder antworten. Und die können dann auch relativ teure Bußgelder verhängen. Also die Unternehmen wollen mit denen zusammenarbeiten. Und wenn nicht, dann werden sie zum Wollen gebracht.
Und die andere Sache ist, was man auch machen kann, was jetzt aber wahrscheinlich den meisten Leuten nicht so empfehlen würde, da muss man schon relativ tief im Thema drin sein, wenn es relativ klar ist, dass das Unternehmen irgendwie gesagt, wenn es einfach nur bockig ist und nichts macht, dann kann man auch dagegen klagen, theoretisch. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe jetzt gegen ein in Berlin ansässiges Unternehmen, weil die Videoüberwachungsdaten hatten, und dann habe ich gesagt, hey, gib mir doch mal eine Kopie davon. Die so, nö. Und dann habe ich gesagt, okay, dann verhindert aber wenigstens, dass sie gelöscht werden, weil die sollen nach 48 Stunden gelöscht werden. Und die haben gesagt, nö, machen wir nicht. Und dann sind die 48 Stunden abgelaufen. Dann habe ich gesagt, okay, was machen wir jetzt? Mist, ihr habt mir jetzt quasi mein Auskunftsrecht zerstört, sage ich jetzt mal. Und das geht ja so nicht. Und darum habe ich jetzt die vor ein paar Wochen auf Schadensersatz verklagt, weil da gibt es DSGVO, also nach dem DSGVO kann man auch relativ gut Schadensersatz verlangen, und ich habe jetzt noch keine Neuigkeiten, außer dass das Gericht auch erstmal dachte, es sei nicht zuständig, obwohl es das relativ eindeutig ist. Und ich glaube, das war alles, was wir sagen wollten. Genau, um das jetzt etwas abzurunden, ich glaube, es war gerade sehr... Thank you for coming for our TED-Talk. Ja, es war ziemlich schnell, aber ich hoffe, wir konnten euch irgendwie was mitgeben.